Setzt alle Segel, die wir haben! Aber man muss wirklich sagen, das Spiel, es wirkt sehr gigantisch auf mich und ich denke auch, dass es ein sehr gigantisches Spiel sein wird. Also da, das werden wir auch wieder echt monatelang wahrscheinlich sehen auf meinem Kanal. Aber mal gucken, es wird alles. Ah, die könnten wir hier, zum Beispiel diese Schoner. Die haben Zucker und ein bisschen Holz. Die baller ich jetzt ab. Und was haben wir da? Wir haben da irgendwie... Was ist das da? Ist das auch noch ein Schoner? Ich habe keine Angst. Frisches Fleisch, Captain! Harpune bereit! Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! Und jetzt? Segelbergen! Bindet die Harpunen los! Alle Segel! Oje, mal gucken, was jetzt kommt, ey. Mal gucken, was jetzt kommt. Jetzt wird's spaßig. Ach du Scheiße. Es tut mir so leid! Für ein paar Sekunden halten und dann drücken, um mehr Schaden anzunehmen. Festhalten! Und E? Ruhig jetzt, Jungs! E halten, um zum Schiff zurückzukehren. Ach so. Und jetzt? Ach, jetzt baller ich den weiter ab. Der arme Fisch! Ich bin so schlecht. Gott sei Dank. Treffer! Oh. Sehr gut! Guter Schuss, Captain! Das ist ein Bullenhai. Oh Mann, das tut mir so leid. Das ist nur ein Virtueller. Geschafft! Erst los, Captain! Und jetzt? Haltet Ausschau nach der Finne! Passt auf! Vorwärts! Ist er jetzt so pissig, dass er uns angreift? Durchhalten! Oh. Anscheinend. Ist er so pissig? Der ist gefährlich! Okay, wir können eh nur nach oben vorne gucken, also wird er uns von vorne angreifen. Da schippert schon wieder irgendwelche. Direkt voraus! Ich treffe ihn nicht! Alter! Wir haben ihn an der Lauer, Sir! Festhalten! Die Harpunen gehen aus, Sir! Werf ich dich, Fischlein! Nur noch wenige Harpunen. Ach, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Harpunen. Oh Gott, das arme Tier! Ein echtes Monster! Oh Gott, guckt euch das ganze Blut an! Gut gemacht, Captain! Bullenhaihaut! Yay! Wo sind diese Kackschoner? Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Wie, ich dachte... schleichen. Alles abballern und einnehmen. Toll, jetzt sind die Schoner da, die ich eigentlich angreifen wollte. Was haben wir vor uns? Was ist das denn? Das ist ja ein Monstrum. Wir gucken mal, was das für ein Monsterschiff ist. Was bist du für ein Schiff? Du bist ein großes Schiff. Groß und gefährlich wahrscheinlich. Boah, ey, lass uns so die Schoner uns krallen. Was ist das? Das ist doch kein Schoner mehr, ne? Scheiße. Warum ist denn da jetzt eine Fregatte? Was ist das da? Das ist doch kein richtiges Schiff. Oh. Oh, Kriegsschiff, ja. Endliches Kriegsschiff! Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Ja und? Ja, nur das eine Schiff, Captain. Wie fühlt sich das an, ne? Feuer! Wir ballern alles jetzt ab! Attackieren sich uns! Lasst, hebt den Befehl, Sir! Wir schießen mit Mörsern! Kopfsegel reffen! Wie war es nochmal mit Mörsern zu ballern? Feuer an den Hunden, Sir! Feindliches Feuer! Feuer! Ein Schott hat's völlig zerlegt! Oh mein Gott! Bringt die Hauptsegel in den Wind! Ich habe nicht ganz gecheckt, wo die Mörser Hauptsegel sind. Hauptsegel setzen zum Wind, Jungs! Feuer! Feindliches Feuer! Hä, wo ist denn hier feindliches Feuer? Treffer hier und sie bricht! Mehr Segel! Alle Segel! Feuer! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Mist! Können wir eigentlich direkt noch hier... Tatsächlich, wir können auch mal ebenso... Feuer! Top. Schneller! Ram! Marssegel! Es kommt Ram und Marssegel! Da, Captain! Da sind sie am feindlichen Feuer! Wir haben das Kriegsschiff zerstört. Immer diese Behindertenhilfe!
hier ein auf den. Iran aus dem feindliches Geil. Feuer. Er hat uns alle Segelraffer. Sie feuern, Sir. Das gibt's nicht, weil wir jetzt einfach nur auf dem Desktop geballert worden sind. Was für ein Scheiß. Und wir haben das Kriegsschiff. Das ist einfach immer diese Behindertenhilfe, wenn ich hier unser Kurs heute, die Drehbassen. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit... Wo sind wir jetzt? Aber hier die Bullenhaihaut. Wo sind wir jetzt gelandet? Oh, okay. Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Gebiet noch nicht verfügbar. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Ich glaube, das geht noch nicht. Ich will tauchen. Das ist nämlich so eine Tauchkugel. Leute, ich werde jetzt hier unterbrechen, weil es ist schon relativ spät bei mir. Ich habe jetzt auch leider nicht die Zeit mehr. Ich würde so gerne weiterspielen. Aber es funktioniert leider gerade nicht. Aber beim nächsten Mal sind wir dann wieder und wir hören nochmal den Dialog zwischen Adele oder wie auch immer heißen möge. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Und er redet einfach weiter. Ich sag ihm einfach mal hier tschüss. Und bis dorthin. Ich bin aufgeregt. Ich werde alle Schiffe fangen. Ja. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Oh oh. Oh oh. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed The Black Flag. Wir sind hier, wir versuchen gerade mal gekonnt, dem Battle dort hinten auseinanderzugehen. Wobei es natürlich eine gute Sache wäre, hier einzugreifen. Aber Stufe 36 scheint mir ein bisschen zu hoch zu sein. Gegen ein Kriegsschiff, wie ihr wahrscheinlich bemerkt haben wird, ist meine Stimme ein bisschen klarer in dieser Aufnahme. Das liegt daran, dass ich auch jetzt hier in diesem Spiel mein neues Headset voll nutze. Wobei, eine Fregatte könnten wir eigentlich umbremsen. Mal gucken. Oh, mein Pop. Leesegel einholen! Opa, da, mir ist gerade was umgekippt. Mit Schmackes, Jungs! Ist keine Schikane! Feuer! Ja! So, wie war das? Der Feuer! Schießen um die Bilge! Kriegsschiffe in Sicht! Oh. Ihr wurdet touchiert! Ich habe immer das Gefühl. Feuer! Feuer! Ja, ein guter Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Schuss weiter bleiben! Haltet euch fest! Konzentrier dich auf Ruder, Captain! Da sind irgendwelche Fische. Oh mein Gott! Okay, die Seiten. Los, Segel. Mist, der Winkel stimmt noch nicht. Scheiß auf Winkel, wir müssen hier weg. Das Schiff ist viel zu stark für uns. Ich will es immer mit anderen Schiffen so anlegen, aber es funktioniert nie. Wir segeln jetzt hier einfach durch. Zurück, sie schickt uns auf den Meeresgrund. Gegner feuert! Bereit machen für Aufschlag! Vorsicht, Captain. Achtung! Schießt sie nicht immer drei Salben? Ich bin mir da nicht ganz sicher, deswegen... Wow, kam da eine Welle. Haben wir da gerade eine Welle? Keine Schlimmeres. Wahrscheinlich müssen wir gleich auch noch ein bisschen auf Windhosen wieder achten. Die kennen wir ja nur allzu gut. Also ich bin sehr gespannt. Das ist ja gerade... Ich weiß es nicht. Ich weiß... Die Fregatte, die folgt uns tatsächlich durch den Sturm, aber es scheint, als ob wir... Oh mein Gott! Fisch! Großer Fisch. Wir sind außerge... Sehr gut. Fortverteidigung zerstören. Backbord, Captain! Da treibt etwas Frachtgut, Sir. Ich hätte vielleicht nicht das Schiff angreifen sollen. Gefechtsrollen! Oh. Aus dem Welt. Wir nähern uns einem Vor, Captain. Oh, fuck.
Hey, da müssen wir doch gar nicht hin. Auf die Türme sind zielen, wir so Captain. Eine Aufwand- Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Captain. Wir gehen gleich unter, Edward. Ist er wirklich? Macht euch bereit! Leute, ich wollte an diesem Fort niemals vorbei und es wird scheiße. Und da kommt gerade eine Welle. Bereit machen für Aufschlag! Ja, die Welle hat uns gekillt. Wieso segel ich denn an diesem Fort vorbei? Ich komme hier nicht über das blöde Wasser, weil einfach überall irgendwas Kacke am Dampfen ist. Unser Kurs heute, Captain. Ist ja, nicht das Fort angreifen. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir sprachen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigt. So, den Dialog, den kennen wir ja eigentlich schon, deswegen kann ich den auch einfach überquatschen. Den haben wir ja wirklich oft genug jetzt gehört. Es ist noch so ein verflucht weiter Weg. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Wir segeln einfach mal mit Reisegeschwindigkeit. Das ist ja ziemlich schneller und wir können ja auch nicht porten gerade oder dergleichen. Deswegen ist es eigentlich auch die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und mein Pop-Ding fällt hier die ganze Zeit um. Deswegen, also bitte nicht wundern, wenn es mal kurz irgendwie ums Headset am Rauschen ist. Da ist eine Insel. Ah! Verdammt! Sekunde, Leute! So, ich muss dieses ey, wieso hält das heute nicht? Habt ihr nicht gehört? So? So. Segel setzen, Bewegung! Nix mit Segel setzen, ich will den Schatz haben. Alle Segel niederholen! Großsegel setzen! So, ich glaube, das hält jetzt. Ich habe ja diesen Popschutz, aber mir fehlt noch das Stativ zu dem Mikrofon, deswegen ist ja auch alles ein bisschen so sporadisch nur aufgebaut. Ja, und diese Insel wollen wir uns jetzt krallen. Segel, alle Segel! Und wir dürfen auch gerne ein bisschen schneller segeln. Wind, so gut sie es kann. Damit wir nicht immer so weit schippern müssen. Greift die Top- und Bramsegel! Drehsegel hoch, aufgehalten! Können wir noch zufällig das Treibgut? Raus aus dem Wind! Perfekt. Großsegel rein, Bramsegel reffen! Und wir sind auch ziemlich nah an der Insel, aber wir sind immer noch im Sperrgebiet, sehe ich gerade. Das finde ich immer ein bisschen mysteriös. Ah, jetzt sind wir raus. Gott schon mal. Ich meine, wenn wir schon versuchen, hier über das Meer zu segeln. Ist hier sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Silberteekanne bekommen. Ist hier was auf der Insel? Nein, ich habe schon wieder was Unheilvolles gerade gesehen. Da ist schon wieder eine Windhose. Diese Windhosen verarschen mich doch. Jedes Mal, wenn ich auf einer Insel bin, kommen die hervor und dann wollen sie mich wegsnappen. Ach, wenn ich zu nah an meinem Schiff bin, bin ich im Sperrgebiet. Okay, die Windhose ist weg. Aber der Sturm scheint auch weg zu sein. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich leichtes Spiel. Vielleicht ein paar Meter noch gut zu machen. Und vielleicht dann auch am nächsten Checkpoint lebendig zu erreichen. Ich weiß, ich will immer andere kleine Schiffe kaputt machen. Das ist richtig, weil ich halt auch den Loot haben möchte und den Cash. Das. Mir ist übrigens der Name der Tiere eingefallen, die ich ja vergessen hatte. Es sind Flamingos. Ja, aber diesmal war ich wenigstens richtig, dass sie mit F anfingen. Nicht so wie mit den Dublonen. Ah. Ich denke immer noch, dass er mit D anfängt. Ne, mit G. Warte, Dublon heißen sie. Und ich habe sie mit G verwechselt. Da ist eine Insel. Rahmsegel einholen. So, wir wollen unser Schiff ja jetzt nicht zu sehr kaputt machen. In die Wanden alle Segel reffen. Und auch hier holen wir. Ich meine, wenn wir schon... Irgendwas müssen wir ja richtig machen im Spiel. Deswegen looten wir einmal die Schätze. Dann kriegen wir ja auch schon mal ein bisschen Geld. Durch das bisschen Geld können wir vielleicht auch ein bisschen mehr aufrüsten. Ich hätte vielleicht auch, anstatt mein Versteck aufzurüsten, hätte ich vielleicht auch einfach mein Schiff ausrüsten sollen. Habe ich leider nicht getan. Mist. Mist aber auch. So. Die Truhe, die andere Truhe, die wir gerade erbeutet haben, die war doch fast genau an der gleichen Stelle. Versteckt, oder nicht? Aber schon schön zu sehen, wie so an so einer Insel, an so einem Ufer mein eigenes Schiff steht. Ich
liebe diese alten Schiffe. Ich würde mal zu gerne ein solch altes Schiff mal besuchen dürfen. Das fände ich so aufregend. So. Okay, jetzt wollen wir wieder. Vor allen Dingen, wieso geht der mal ins Steuer und fährt? Öffnet die Hauptsegel! Damn. So, Reisegeschwindigkeit. Ich muss gestehen, ich nutze dieses Ding jetzt des Öfteren, weil ich es einfach kann. Aber ich finde die Perspektive ein bisschen... Ich finde die ein bisschen schwierig, weil sie schränkt einen schon sehr ein in der Sicht. Ist auf dieser Insel etwas? Ja, das ist auch eine Schatztruhe. Und die wollen wir dann natürlich auch einsehen, ansehen und einnehmen und erbeuten. So, ich probiere mal ganz relativ nah an die... Bergen! Alle Segel bergen, Männer! An die Insel heranzufahren, dann bin ich trotzdem immer noch so 10 Meter entfernt. Ist ein bisschen doof. Entschuldigung, hoppala. Da habe ich mich gerade ein bisschen verschluckt. Ich spiele trotzdem weiter. So. 3 Metall und dann haben wir hier noch die eigentliche Truhe. Pfeifen Sie, um die Vögel anzulocken. Hier ist doch niemand. Was, wen außer die Vögel soll ich denn hier anlocken können? Wird das schon wieder rumgeballert? Wobei dieses kleine Schiffchen da, ne? Wenn das jetzt ganz alleine ist, diese kleine Fregatte. Auch wenn es eine Fregatte ist, dann lieber doch nicht. Aber wenn es... Sehr eigenartig. Ich habe das Gefühl, ich höre die ganze Zeit Kanonen oder ist es, liegt ja an dem Headset? Irgendwas höre ich auf jeden Fall. Aber warum sollte es an dem Headset liegen? Ich dachte, es wäre vielleicht ein Störproblem. Ich weiß auch gar nicht, wer sich hier bekriegt, aber ich glaube, das ist prinzipiell egal, weil wir sind ja eh Pirat. Und Piraten holen sich alles. So, das Kanonenboot, das würden wir locker hinkriegen. Das ist wieder eine Fregatte. Eine Fregatte ist für uns zu groß. Das sind die Spanier beides, deswegen wird das wahrscheinlich die... Und das Kanonenboot hat auch nur 6 Kugeln. Was ist das da? Auch ein Kanonenboot. Oh, können wir das hier noch einsammeln? Oh mein Gott. In die Wanden, Männer! So, und jetzt... Nein! Okay, wir machen hier so eine Drehung. Oh, verdammt, da liegt ein Mensch. Ich habe das Gefühl, wenn ich diese Perspektive habe, kann ich schneller drehen. Ja, mag blöd klingen. Ist wahrscheinlich auch richtig dumm, der Gedanke. Und prinzipiell muss ich die Leute gar nicht mehr retten. Ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen nervig, wie sehr... Eine Brick. Die Brick ist aber schon relativ kaputt. Und die hat auch nichts mehr. Deswegen, wir lassen die Brick halt einfach schmoren. Aber wir retten noch den Menschen von der Brick bestimmt. Willst du nicht Pirat werden? Bei mir ist das viel besser. Aber an der Brick schwimmt noch ein bisschen Material. Was ist das da? Das hat nur Feuerfässer. Was will ich denn? Ich will ja die großen Kähne. Oh, das... Ah, diese Brick hat ganz viel. Ah! Topsegelreffen! Oh, langsamer! Vorsegelreffen! So. Die Brick hat ja ganz viel an Beute. Das Mund ist auf den Kessel. Wo ist Tom? Einhol! Einhol! Haltet kräftig dagegen! Oh. So. Dann wollen wir mal plündern gehen. Captain ist außenbords! Und hoffentlich nicht dabei sterben bei dem Versuch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier funktioniert. Ob wir tatsächlich... Aber es sieht so aus, als müssten wir aufs Schiff, um an die Materialien zu kommen. Eine Minute haben wir. Was? Hallo, runter! Okay, eine Minute. Los! 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 Öffne!